Um mich über Politik zu informieren, kann ich zum Beispiel im Internet nachlesen oder auch in den sozialen Netzwerken. Wenn ich nach Robert Habeck, dem Vorsitzenden der Partei Die Grünen, suche, hat er bei Twitter und Facebook kein Profil mehr. Bis vor gut 2 Wochen hatte er da noch jeweils 50.000 Follower, hat seine Profile aber gelöscht. Aber warum? Ich habe einen Fehler gemacht bei Twitter, zum zweiten Mal den gleichen Fehler. Da ist ein Video hochgeladen worden, das war ein bisschen doof. Und dann war das so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe davor schon gemerkt, dass diese sozialen Medien auf einen wirken und ein bisschen auch aggressiv machen, also wütend oder traurig oder enttäuscht. Und das wollte ich nicht mehr mit in meinen Tag nehmen. Und dann habe ich gesagt, dann Schluss damit. Jetzt gibt es ja aber auch Leute, die sagen, als Politiker ist es ihre Pflicht, dort mitzudiskutieren, wo die Leute sind. Was sagen Sie zu der Meinung? Es gibt eine Pflicht, in der Tat, das sehe ich auch, im Austausch mit den Menschen zu sein. Aber Twitter ist kein guter Austausch mit den Menschen, jedenfalls nicht für mich, weil es eben nur Anbrüllen ist. Und ich glaube, man kann sich auch wie auf dem Schulhof entscheiden und zu sagen, ja, eigentlich will ich den Streit schlichten, aber so kann ich das nicht schlichten. Ich gehe jetzt woanders hin und dann überlegen wir mal, ob wir anders miteinander reden können. Robert Habeck möchte jetzt auf mehr persönliche Gespräche setzen. Andere Politiker finden aber, dass es zum Job dazugehört, überall mit der Bevölkerung zu sprechen. Das denkt auch Dorothee Bär. Sie kümmert sich um die Digitalisierung von Deutschland. Wir haben übers Handy per Video miteinander gesprochen. Sehen Sie mich jetzt? Ja. Sehr gut. Auf welchen Wegen sollten denn nach Ihrer Meinung Politiker mit der Bevölkerung kommunizieren? Ja, auf allen Wegen, die es gibt. Aber da man natürlich täglich nicht jeden einzelnen der 80 Millionen Bürger konkret erreicht, muss man auch da sein, wo die Menschen sind. Also auch bei sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, ja, wo halt alle sind. Wird denn Facebook und Twitter in seiner Kürze diesen komplexen politischen Themen überhaupt gerecht? Nie wird man irgendeinem Thema gerecht in 280 oder früher 140 Zeichen. Demokratie ist komplex. Überhaupt mal bestimmte Prozesse zu verstehen, nochmal um den Einstieg hinzubekommen, um den direkten Kontakt zu haben. Es kommt meines Erachtens nicht auf die Plattform an, sondern auf die Botschaft, auf die Inhalte. Also sieht das eigentlich jeder Politiker und jede Politikerin anders. Und da gilt das Gleiche wie für jeden anderen auch. Jeder muss selbst entscheiden, wie aktiv er oder sie im Internet sein möchte.